Es geht heiß her bei Best Game TV mit dem Drag Racing Simulator. Wir lassen die Fetzen fliegen und ich starte ein neues Game. Es geht los mit Hammermusik und dem Namen Toni, den wir da eingeben. Und wir können zwischen 20 Rennen auswählen. Wir nehmen natürlich das erste, das geht natürlich auch nur. Wir haben zurzeit auch keine Kohle. Klicken OK. Was erwartet uns? Wir können das Auto drehen. Sonst können wir gar nichts tun. Natürlich, was sollten wir auch sonst tun können? Wir sind in einem Simulator. Starten. Okay. Die Autos fliegen vom Himmel. Da kommt eine kleine Erklärung. Ach, was brauche ich nicht? Ich habe schon ein anderes Gameplay gesehen an dieser Stelle. Viele Grüße an Disqualifikation, ja. Viele Grüße an Tim von all der vier Games. Hat das Game nämlich auch schon getestet. Nochmal Restart. So, dann gucken wir mal, ob wir das diesmal gebacken bekommen, ohne dass wir direkt disqualifiziert werden. Wir müssen natürlich warten, bis die Ampel grün ist. Ich warte einfach mal und jetzt geht es los. Jetzt, kabumm. Ja, das war ein bisschen zu viel des Guten. Wir haben das Ganze etwas zu wörtlich genommen mit dem Beschleunigen. Wir sollten doch etwas sanfter an die Sache rangehen. Jetzt machen wir das etwas sanfter. So, jawohl. So, es geht weiter, es geht weiter. Wir bleiben schön in der Luft. Alles wunderschön, alles toll. Wunderbar, toll. Der zieht an uns vorbei. Wir sind einfach zu langsam. You lose. Gut. Das sah eigentlich bei anderen einfacher aus. Versuchen wir es nochmal. Der Toni hat vergessen zu schalten. Was tut man normalerweise? Oh mein Gott. Was tut man normalerweise? Man schaltet normalerweise. Ja, so, wir warten. Am besten warten wir, bis die Ampel schon wieder rot wird. Ich warte jetzt einfach, damit ich nie wieder disqualifiziert werde. Jetzt lege ich es los. Der Gegner ist mir relativ egal. Und jetzt schalten wir einfach mal. Ja, wir sollten schon vernünftig schalten. So, jetzt passt das Ganze doch. Aber höher als im dritten Gang kommen wir auch nicht, denn wir haben ja kein normales Auto. Rückwärtsgang suche ich auch vergebens. Und neuer Rekord. Was für ein Wunder. Wir spielen das ja auch zum ersten Mal. Okay, Exit. Und wir haben Rennen Nummer 2 freigeschaltet. Da schauen wir direkt auch nochmal rein. Wir haben hier gar nichts hinzugewonnen. Einfach direkt mal starten. Das Ganze ist eine ganz andere Rennstrecke. Ist direkt ein ganz anderes Feeling. Ich fühle mich direkt wie auf dem Nürburgring. Ich sollte ein bisschen Käse labern. Ich habe schon wieder verkackt. Also, ihr seht, das Spiel ist toll. Mir gefällt es. Das war eigentlich so eine kleine Nummer zwischendurch. Es kommt jetzt noch bald der Chirurgie-Simulator, der natürlich viel gemeinsam hat mit dem Notarztwagen-Simulator. Und wir liefern uns hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen und düsen aber doch als erster ins Ziel. Wobei, ja, doch, komm, ja, genau, wir haben gewonnen. Also, Exit, das kann ich auch nur empfehlen. Wenn man etwas Interessantes erleben möchte, dann würde ich euch mal empfehlen, zu versuchen, das Spiel gleichzeitig zu installieren und zu deinstallieren. Das klappt nämlich gar nicht, aber ist sicherlich interessanter als das hier. Auf Wiedersehen, bis dann, euer Toni.